Also nun mal wirklich, Harald Juntke, jetzt bin ich gespannt. Was haben Sie eben gesagt? Sie haben eben sibyllinisch und so ein bisschen hingenuschelt gesagt, warten Sie mal ab, ja, was ich vorhabe. Was Man muss Sie hier vor? Sehr aufpassen. Er hat das mit Halle mitgekriegt. Also ach, es nein, ging um die politische Politik. Nein, das hat damit nichts zu tun. Es gibt natürlich ausländische Kollegen wie Yves Montand, der dann plötzlich beschlossen hat, Präsident von Frankreich zu werden. Das habe ich nicht vor. Außerdem, aber die Idee ist nicht so dumm. Ich also muss ja, außerdem ist es in unserem Beruf ja so. Schon geschafft, schauen Sie mal nach Italien. Ja, zum Beispiel. Aber außerdem ist es ja so, dass wir als Schauspieler, wir haben ja auch gute Presse, während die Politiker von einer Seite, die Gegner sind, immer schlechte Presse haben. Wir haben ja keine Gegner in dem Sinn, nicht? Außerdem, ich habe auch das Gefühl, wir verdienen unser Geld auch ein bisschen leichter. Ja, aber Sie lenken gerade ab. Was haben Sie denn nun vor? Ich habe das doch jetzt nicht sagen. Das sind ja, ja, aber Sie haben doch gesagt, entscheidende, warten Sie mal ab. Ich habe jetzt 5 Minuten gewartet. Das sind ja ganz entscheidende Dinge. Da ja, wollen Sie in die Politik gehen? Nein, wirklich nicht. Kein kleines bisschen vielleicht? Nein, wirklich nicht. Ihr geht auch nicht mit nach Brüssel. Ich gehe auch nicht mit nach Brüssel. Ihr kommt vielleicht zu der Zum Essen kommt er vielleicht. Sonst bleibt er schön zu Hause. Nein, aber das meine ich jetzt gar nicht so richtig witzig, nur. Weil sich gelegentlich zu bekennen, ist mal das eine. Ja. Und in einer so prominenten Situation, wie es die Ihre ja nun mal ist, ja, mitzumachen. Ja, nun nicht gleich mit so einem ordentlichen, auch nicht als Seiteneinsteiger, auch nicht als Kandidat, was mir gefallen würde, für einen regierenden Bürgermeister in Berlin. Aber irgendwie noch sowas. Mal, sagen Sie es doch mal da mal ja, rein. Bitte. Hier, er, anstatt Diebchen. Wäre schön. Ja. Weiß nicht, ob meine Frau das will. Aber naja, also ich finde, wir müssen uns sogar das einsetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten sind, dann sollten wir uns einsetzen. Mhm. Das muss es gar nicht um eine Partei sich noch handeln, sondern es muss um die allgemeine Situation gehen. Nicht? Ich habe ja viel, glaube ich, schon dafür getan. Ich habe einen Film gedreht, Der Papagei, klar. Der war gegen den Rechtsradikalismus und da habe ich was wirklich Schreckliches erlebt. Ich habe Wahlkampfreden gehalten. In rechtester Form. In einem Tiefental oder wie das da hieß. Und die Leute, es waren keine Statisten, sondern wirkliche Leute. Und die wollten alle in meine Partei eintreten. Mhm. Die haben nur gedacht, wieso nennt er sich da, warum heißt der Dieter Stricker? Warum heißt der nicht Juntke? Warum sagt er denn jetzt Dieter Stricker? Rechter. Also es ist sicher oft schwierig, da werden Sie mir recht geben, es gibt sicher Politiker, die sich optisch und akustisch gut verkaufen können, aber wie es da hinten aussieht, ist ja noch eine zweite Sache. Nicht? Also ich glaube, dass das schwierig ist. Aber das optisch und das gut verkaufen können Sie ja nur schon mal, und dann können Sie auch die Ideen transportieren. Also gut, Sie wollen jetzt gerade nicht im Moment ein politisches Bekenntnis? Nee. Ich habe zu viele andere Sachen in meinem, so Sie schöne ackern, Sachen ne? noch. Ja. Wann sind Sie ackern. Heute Morgen, haben Sie angefangen? Heute, ja, ich habe gedreht, gerade in Berlin, eine Serie mit Heinz Schubert. Ich soll sagen, dass ich mich sehr freue, dass er mit meinem Partner ist. Hat er mir extra aufgetan. Also Heinz Schubert, müssen wir dazu sagen, ist der, wo die Leute aber nicht wissen, dass er so heißt und immer denken, er heißt Tetzlaff. Ne? Ja, eben. Das ärgert ihn auch. Nicht wahr? Er ist ein wunderbarer Schauspieler, wir haben viel Spaß dran. Ist so eine Geschichte, eine Ganoven-Geschichte, zwei alte Hasen, so ein bisschen im Stil der Lino Ventura-Filme. Da wollen wir mal abwarten. Wer ist Lino Ventura? Der kleine Schubert? Nee, der ist der andere. Ich wollte es mir gerade so vorstellen. Ja. Und mit hohem Erfolg läuft zurzeit dieses Stück im Kino, Alles auf Anfang. Ja. Also mit der deutschen Komödie, die nun endlich mal wieder irgendwie auch wirklich eine Komödie ist, haben Sie es ja. Haben Sie da ein kleines goldenes Fingerchen für? Ja, ich weiß es nicht. Wir haben ja Glück gehabt mit Stunk. Eben. Und wir standen ja kurz vorm Oscar, den wir dann leider nicht gekriegt haben. Und mich hat sehr gefreut, dass dieses Blatt, was von ein paar Mal genannt wurde, also dann über diesen Film jetzt mit Christiane Hörbiger und Katharina Thalbach und Udo Samel und zwei jungen Kollegen, die gelungenste deutsche Komödie ist seit Stunk. Das freut einen natürlich, nicht? Können Sie eigentlich noch selber auch richtig herzlich lachen, wenn Sie sich das dann angucken, nicht nur die Muster, sondern so. Gehen Sie richtig ins Kino und gucken, so bei der Premiere? Sagen, Mann, war ich gut? Nee, das meine ich. Das findet man noch nicht. Ich glaube nicht, da ist man schon kritisch. Nicht? Mhm. Das vergesse ich. Ich lache manchmal, wenn ich vergesse, dass ich das bin. Und manchmal wird es ja auch auf meine Kosten gelacht im Kino, nicht? Und da muss man natürlich auch drüber stehen. Moment mal, wie geht das? Ich vergesse, dass ich das bin. Also ist das so professionell, dass Sie sich dann selber angucken, wie war er? Ich gucke mir das an wie das Publikum und kann dann genau beurteilen, wie die Leute reagieren. Zum Beispiel, der Film hat etwas Tolles, man sagt, junge Leute gehen ins Kino. Deswegen geht er wahrscheinlich auch ordentlich, weil es ist ein Film, wo die jungen Leute siegen. Und die älteren Herrschaften, also Christiane Hörbiger und Herr Juntke,
die sich so groß aufspielen, sind zum Schluss die Verlierer. Es ist also eigentlich ein Film für die ganze Familie. Ne? Zwischendrin gibt es Interaktionen zwischen der älteren und der jüngeren Generation. Da gucken wir uns jetzt was von an. Aha. Als nämlich dieser Herr mit der Abteilung der jungen Damen, der jüngeren Damen, ja, so ein bisschen, das kann man gleich sehen, so ein bisschen versucht, in den Clinch zu gehen. In den Clinch zu gehen. Es ist leicht, dass sie zu den Frauen gehören, die noch genießen können. Mein Mann sagt, sie sei zu fett. Hm. Versteht aber weniger von Frauen, als ich dachte. Sie sind doch bezaubernd. Ich wette, das sagen sie jeder. Nein, nur wirklichen Frauen. Entschuldigung. Tut mir leid. Wir müssen nicht mit den Nachbarn mithalten. Geht nicht. Ich dachte, ich kann's, aber kann's einfach nicht. Kann's einfach nicht. Ich frag mich, wie Viktor das macht. Das frage ich mich auch. Das macht doch nichts. Die Leute, die halten mich für die größte Schlampe in der Stadt. In Wirklichkeit, da kriege ich nicht mal so eine blöde kleine Affäre. Ist doch egal. Lass uns feiern. Die Blechkatze war ein Riesenerfolg und du warst einfach hinreißend. Jetzt sehen Sie, wie ich wirklich bin. Du bist doch jetzt noch viel bezaubernder, als du denkst. Das ist nicht wunderbar. Wie gucken Sie denn so? Ich gucke kritisch. So gucke ich ihn kritisch. Ja. Sie haben mal gesagt, dass bei Filmküssen es Ihnen meistens schwerfällt, ernst zu bleiben. Wie war es denn hier? Na, hier bin ich schon ernst geblieben. Ja. Ich ernst bin erfreut? Ja, ernst freudvoll? Ja, freudvoll auch, weil sie eine besonders reizende Frau ist, eine wundervolle Schauspielerin, aber sie ist auch eine sehr nette Frau. Und sie ist immer, was ich so wichtig finde, für Kollegen gut drauf. Giovanni sagte eben gerade, ich muss petzen, dass die so sexy sein kann. Die ist, ne? Hat er dran jetzt Zweifel? Hat er gesagt. Ne. Naja, da werde ich dir nie vergessen. Ja, aber es war, ne? Ich meine, ja. Nein, da kommen ja mehrere Menschen drauf, Giovanni. Da stehst du nicht allein da. Ja. Sie ist, ne? Ja. Richtig doll. Ja, ist eine dolle und eine dolle Künstlerin. Ja, aber was ist denn daran nun Spiel? Mal, guck mal, wenn ich was sage, ist eine dolle Künstlerin. Er hat was vor, oder? Nein, er hat was vor. Nein, sie sagt in diesem Film dann hinterher zu ihrem sehr viel jüngeren, nämlich Ehemann Herrn Samel, du, der hat irgendwie sowas, er da, der Alte, der hat sowas, dass eure Generation hat das nicht mehr. Ist da was dran? Auf weiß ich nicht. Leben? Das ist jetzt ein hübscher Satz für mich. Auf der anderen Seite süß, sagt ne? die Hörb, sie ist entzückend heute zu mir. Also das ist das erste Mal, dass wir zusammen sind. Ja, eben, also, darum, gib mir noch Mühe. Also, dann kann ich auch wiederkommen. Auf der anderen Seite sagt die Hörbiger in einem Gespräch, also die Hörbiger, die meine Frau spielt, als sie teilbar sagt, es war doch gar nichts mit ihrem Mann, wir haben ja nur Eis gegessen, da sagt die, sie haben eh das Bessere gewählt. Ja, das ist wohl wahr. Nicht sehr schmeichelhaft. Nein, nun ist das ja sowieso ein Film, in dem die Potenzen der Schauspieler, der Künstler gut verteilt sind, das muss man mal sagen. Ja. Also Christiane Hörbiger ist ja nun wirklich jemand, den kann man ja an der Wand spielen. Ne? Ja. Da muss man da Angst haben, die spielt einen vielleicht mal irgendwo in die Ecke? Na, das nicht, aber je besser eine Partnerin ist, umso besser ist das Produkt, denn, was da rauskommt. Ja, ist es eigentlich wirklich so? Also ich will mal zu Ihren Theatergeschichten kommen, jetzt nicht um über Theater eigentlich zu reden, sondern über diese Art von Gefühl. Wie heißt das Ding? Eine lange Reise, eines langen Tagesreise in die Nacht von O'Neill? Ja. Habe ich gesehen, war ich bei der Premiere und da ich ja kein Theaterkritiker ist, erlaube ich mir mal zu sagen, das waren alles Pfeifen, es gab nur Sie. Ja. Wie ist das, wenn man das ist, haben Sie ja selber auch gemerkt. Wie ist es, wenn die einem alle nichts Wasser reichen können? Ist das nicht viel furchtbarer, als wenn sie gut wären? Besser ist es, wenn sie gut sind. Und ich habe eigentlich oft Glück gehabt, aber gerade in dem Fall kann es sein. Aber es ist immer, also man ist auch selber besser, wenn der Partner gut ist oder die Partnerin. Also gefordert werden ist schon eine ganz nette Sache, ne? Ja, muss man. Das hat ja bei Ihnen lange gedauert, ehe Sie sich selber richtig gefordert haben. Ja. Und das habe ich natürlich gelesen, dass da sehr ehrenwerte große Männer dran mitgestrickt haben, an Harald und seinem nicht so stabilen Selbstverständnis zu manchen Zeiten. Also Herr Quadflieg hat gesagt, Junge, nimm dich ernst. Ja.
Minetti hat gesagt, der ist wirklich ein Schauspieler, der kann Leute zum Lachen und zum Weinen bringen, was wir ja alle irgendwie wissen inzwischen, dass es genau so ist, dass die Palette eben von einem Extrem zum anderen geht. Und dann soll Strauss ihnen Mut gemacht haben, das verstehe ich nun nicht. Strauss hat gesagt, in München bei einem Treffen, es würde unserem Staatstheater sehr gut anstehen, wenn Sie auch bei uns ein bisschen spielen würden. Das hat er gesagt, ja. Das hat er gesagt? Hat er gesagt, ja. Und dann haben Sie da sofort gespielt? Na, ich hatte schon... Oder meint er das Staatstheater jetzt wieder politisch gesehen? Nee, da hat er nicht. Das hat er vielleicht so nicht so gedacht, aber... Nein, er hat wirklich gemeint, dass ich an das Theater kommen sollte, an das Staatstheater in München. Hm. Sie machen, Herr Juhnke, unsäglich viel und die Palette ist breit, wie eben schon skizziert. Ja. Das muss man ja nun niemandem erklären. Alle gucken ja Fern- und Kino- und Entertainer-Geschichten. Ich stelle mir mal vor, Sie wären ein Orchester. Na, Sie sind jetzt ja mal ein ganzes Orchester, weil die Bandbreite ist ja da. Was haben Sie noch nicht gespielt von den Instrumenten, die da zur Verfügung stehen? Ich habe sie eigentlich alle schon gespielt. Wie langweilig. Ich habe noch nicht den ganz tiefen, traurigen Bass, den habe ich noch nicht anschlagen dürfen. Aber gerne haben wollen? Das kommt noch, ja. Mhm. Ja. Aber der ist ja mit dem Hauptmann Köpenick nun nicht zu holen. Nee, also, da freue ich mich nur sehr drauf, weil es eine wunderbare Rolle ist und das Stück von Zuckmayer ja schon wieder aktuell ist heute. Ne? Lass mich nur noch eins schreiben, Wanni, wollten Sie nicht vielleicht doch lieber des Teufels General spielen, weil irgendwas war mit Uniformen. Sie haben ja selber mal eine getragen. Ja, nein, ich habe gesagt, dass des Teufels General ja eigentlich noch nie so richtig gespielt wurde. Man hatte mal die schönen Uniformen gesehen, aber man hat eigentlich nicht das gezeigt, was man heute zeigen könnte, wie sehr gerade jetzt in der DDR sichtbar geworden ist, wie sehr die Leute, das Militär und eigentlich Leute, die gar nicht bösartig sind, sich doch dann vereinnahmen lassen. Und da nicht mehr rauskommen. Mhm. Nicht? Udet war ja kein Nazi, aber in dem Moment, wo er die Uniform von Hitler anzog, musste er ein Nazi sein. Den haben Sie mal gut beschwärmt, ne? Den mochten Sie. Für Udet? Ja, als Junge, ja. Wir waren ja, ich meine, ich habe ja alles zugegeben. Ich habe zugegeben, ich war bei Kriegsende 15 Jahre alt. Ich war natürlich in der Hitlerjugend. Und ich war geweint. Sogar begeistert in der Hitlerjugend. Ich gebe dazu, die anderen haben alle gesagt, sie haben es nicht gemacht. Ich weiß bloß nicht, wie der Führer auf die hohe Einschaltquote gekommen ist. Das war ja doch eine ganze Menge. Und deswegen nehme ich jetzt immer so junge Leute in Schutz aus der ehemaligen DDR. Für die ist es doch wahnsinnig schwer, einfach so ohne Übergang von Honecker zu Kohl. Keiner spricht richtig mit ihnen. Wir waren ja immer der Klassenfeind. Da müsste doch eigentlich... sind wir aufgefordert, Schriftsteller, Schauspieler, Politiker, mit denen doch mehr Diskussionen zu machen. Denn ich glaube nicht, dass das nur alles Rechtsradikale geworden sind. Nicht? Da sind ein paar vielleicht, die da abgesprungen sind, aber sonst den anderen kann man doch Mut machen. Denn wir waren es ja auch, wir haben ja auch nach dem Krieg es gesehen, also aus der Gegend, wo ich herkam, ich war aus dem Gesundbrunnen, wir haben nicht gewusst, was alles passiert. Erst als man das alles hörte, war man darüber verzweifelt. Und dann brauchte man aber auch ein paar Jahre, um sich an ein demokratisches Spiel zu gewöhnen. Günther